Unterwegs in unserem Land, heute in einer Stadt am Niederrhein, einer über 700 Jahre alten Stadt, in der in vielen Stadtvierteln noch St. Martin gefeiert wird. St. Martin, ein Tag, auf den sich Kindergarten- und Grundschulkinder lange vorbereiten. An dem Mütter überlegen, was sie ihren Kindern wohl anziehen sollen an so einem kalten Novemberabend. Ein Tag, von dem nicht mehr jeder weiß, was er denn eigentlich soll in unserem städtischen Festkalender. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht, um uns gemeinsam mit ihnen schlau zu machen. Wer war St. Martin und warum und wie feiern wir ihn? Wir stehen hier in Dienstlaken vor der Heiligblutkirche und fragen mal so in die Runde. Entschuldigung, können Sie uns was zu St. Martin sagen? Ach, wissen Sie, ich bin mit meinem Enkel hier. Bin ja nicht katholisch, müssen Sie wissen. Also, das war wohl ein Heiliger, aber da fragen Sie besser jemand anders. Und du? Weißt du, wer St. Martin war? Ein Mann, der hat seinen Mantel geteilt, weil da war ein Bettler. Und der hatte nichts. Und der hat ihm das dann gegeben, damit ihm nicht mehr kalt ist. Hier bei mir stehen jetzt Herr Josef Klein, Pastor in dieser Kirche. Guten Tag. Sowie Herr Heinrich Müller und Frau Christa Koch, die mit ihren Klassen an dem heutigen Festzug teilgenommen haben. Guten Tag. Tag auch. Ja, St. Martin feiern wir ja heute. Aber was ist denn das eigentlich für ein Fest? Und wissen wir eigentlich noch, warum wir das feiern, wo der Ursprung dieses Festes liegt? Vielleicht sollten wir erst mal sagen, dass in unserer Gemeinde der St. Martinstag seit Bestehen dieser Kirche hier, also seit den 60ern, jedes Jahr gefeiert wird. Höhepunkt war und ist immer das große Martinsfeuer vor der Kirche und unser Martinsspiel mit der Teilung des Mantels, so wie wir es gerade sehen konnten. Vielleicht doch erst mal ein paar Worte zum Festtag, bevor wir uns hier dem aktuellen Geschehen zuwenden. Also, St. Martin, der wird immer am 11. November gefeiert? So ungefähr. Manchmal sind die Umzüge in einigen Städten auch schon ein paar Tage vorher. Das hat dann meistens organisatorische Gründe. Oder wenn St. Martin auf ein Wochenende fällt, da verlegen wir das Fest halt ein wenig. Ich denke, dem St. Martin macht das wenig aus. Sie beide sind ja mit Ihren Schulklassen hier. Aber wer feiert eigentlich St. Martin? Wer ist heute hier alles mit dabei? Naja, unser ganzes Stadtviertel eigentlich. Das Hagenviertel also? Ja. Unsere Schulen und Tagesstätten, die Kindergärten, die Kirchengemeinde und dann eben, wie bei uns jetzt, die Feuerwehr, die macht die Musik. Die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Hintergrund hören können. Ja, also die Stadt, die organisiert den Umzug, sorgt für die Sicherheit, aber dann arbeiten wir halt alle zusammen. Nicht die Schulen hier und ja, natürlich auch der Kindergarten. Also die basteln die Laternen und nehmen an dem Umzug teil. Mit ihnen kommen dann natürlich die Eltern und Großeltern. Und die Anwohner und Gemeindemitglieder, eben jeder, der noch Freude an sowas hat. Unterstützt wird das dann auch von allen, die hier so wohnen, aber zum Glück auch von den Geschäften, die hier in der Umgebung sind. Ja, und von den vielen ehrenamtlichen Helfern, die mitmachen, bei der ganzen Vorbereitung und so. Wissen Sie, wir sind doch schon als Kinder mitgegangen. Da ist doch klar, dass man da auch noch als Erwachsener mitmacht. Es gibt also einen Festumzug. Genau, die Leute, die mitgehen wollen, sammeln sich auf dem Schulhof der Hagenschule. Vorn reitet St. Martin auf seinem Pferd. Und hinter ihm gehen in schöner Ordnung die Kinder mit ihren leuchtenden Laternen. Wir finden es schöner, wenn echte Kerzen in den Laternen sind. Deshalb gehen ja auch die Eltern oder halt auch Großeltern mit bei den Klassen und Gruppen. Die passen dann schon auf, dass nichts passiert. Dazu spielt die Kapelle der Feuerwehr. Und dahinter gehen dann die anderen Leute. Und alle singen mit, ob groß oder klein. Und alle kennen die Lieder? Ja, klar doch. Die Kleinen lernen sie schon im Kindergarten. Und die anderen? Ach, wissen Sie, die vergisst man doch nicht. Der Umzug folgt dann einer festgelegten Route und kommt dann hier auf dem Vorplatz der Kirche zum Stehen. Richtig, denn hier findet die Mantelteilung statt. Manchmal ist es gar nicht einfach, einen Bettler zu finden. Denn, wissen Sie, das ist meist eine ziemlich kalte Angelegenheit. Der muss ja auf dem Boden liegen und darauf warten, dass St. Martin auf dem Pferd angeritten kommt und ihm seinen halben Mantel gibt. Da brennt zwar dann schon weithin sichtbar das große Martinsfeuer, aber es ist abends doch recht kühl und feucht. Und der Bettler ist ja arm, hat nichts Wärmendes an, also der ist dann echt froh, wenn er sich den halben Mantel umlegen kann. Also, dann kommt St. Martin an der Spitze des Zuges angeritten, sieht den Bettler dort neben unserem Kirchturm am Boden liegen, denkt kurz nach, nimmt seinen Mantel und teilt ihn mit seinem Schwert.
Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Geste. Die eine Hälfte reicht er dem Bettler hinunter, die andere Hälfte legt er sich wieder um die Schultern. Und der Text? Nein, nein, gesprochen wird bei dieser Szene nicht, sondern nur gesungen. Alle singen das Lied von St. Martin und das Spiel wird eben dem Lied angepasst. Woher kommen denn diese vielen wunderbaren Laternen? Wie gesagt, die basteln wir mit unseren Kindern meistens in der Schule oder im Kindergarten. Man kann natürlich auch welche kaufen, aber die haben dann eher die Erwachsenen oder die kleinen Geschwister. Aber wir möchten schon, dass selbstgebastelte Laternen mitgenommen werden. Sagen Sie mal, was ist denn in den Tüten da? Ach, die hätten wir jetzt fast vergessen zu erwähnen. Nachdem also der Bettler seinen Mantel bekommen hat und St. Martin nach Hause geritten ist, bekommen die Kinder bei uns die Martinstüte mit einem Stutenkerl drin. Also, jetzt muss ich doch mal gucken, was das ist, so ein Stutenkerl. Du sag mal, darf ich mal deinen Stutenkerl sehen? Klar doch, aber nichts kaputt machen. Also, was ich jetzt in der Hand habe, ist ein gebackenes Männchen mit einer, Sie werden es mir nicht glauben, Tonpfeife im Mund. Sie haben richtig gehört, einer weißen Tonpfeife. Aber nun zum Schluss wohl die spannendste Frage. Warum wird St. Martin eigentlich gefeiert? Mal davon abgesehen, dass es Spaß macht. Tja, warum St. Martin gefeiert wird? So genau weiß ich das gar nicht. Aber ich kann Ihnen die Geschichte erzählen. Es geschah wohl im Jahr 338. Zu dieser Zeit war Martin als Soldat des römischen Heers in der Nähe des heutigen Paris in einer Kleinstadt stationiert. Er trug wie die anderen Soldaten einen Metallpanzer, einen Helm, einen Schild, ein Schwert und einen warmen Mantel, der im oberen Bereich sogar mit Schaffell gefüttert war. An einem bitterkalten Tag im Winter, als Martin zur Stadt zurückkehrte, begegnete er vor dem Stadttor einem fast nackten Bettler. Martin sah sofort, dass der arme Mann in der kalten Nacht sicher erfrieren würde. Er fühlte tiefes Mitleid. Ohne weiter nachzudenken, teilte er seinen Mantel mit dem Schwert und gab eine Hälfte dem armen Bettler und rettete so sein Leben. Was man weiß, ist, dass St. Martin ein Bischof war, so vor 1600 Jahren, der vielen notleidenden Menschen geholfen hat und uns noch heute ein Vorbild sein sollte. Er wurde dann als Heiliger verehrt wegen seiner Wohltätigkeit, Güte und Bescheidenheit. Und man erzählt sich, dass er, als man ihn zum Bischof weihen wollte, dass er da plötzlich Angst vor der Aufgabe hatte und sich in einem Gänsestall versteckt hielt. Aber die ganze Stadt suchte nach ihm, weil sie ihn und keinen anderen zum Bischof haben wollten. Als die Menschen schon aufgeben wollten, schrien die Gänse so laut, dass die Leute ihn fanden, nämlich genau dort, bei den Gänsen. Damals gab es aber natürlich noch kein Licht, deshalb waren die Städter wohl mit Fackeln und Laternen unterwegs. Ah, deshalb die Laternen. Genau. Und deshalb isst man in vielen Gegenden an St. Martin einen Gänsebraten. Wegen der vorlauten Gänse. Die nennt man dann Martinsgans. Aber das hat in Wirklichkeit nichts mit St. Martin zu tun. Vielmehr war das so, dass die Menschen am 11. November ihre Steuern zahlen mussten. Und das machten sie mit Naturalien, nicht mit Geld. Sie gaben halt ihre Gänse ab. Und weil man die Tiere im Winter schwer vor der Kälte schützen konnte, wurden früher im November und Dezember halt viele Gänse gegessen. Und jetzt noch eine letzte, aber wichtige Frage. Warum ist dieses Fest heute noch aktuell? Ja, da ist ein ganz wesentlicher Gedanke dabei. Wir feiern ja nicht nur diesen Abend mit dem Umzug, sondern wir sprechen auch in den Schulen und Kindergärten. Oder ich in meiner Predigt zum Beispiel darüber, warum St. Martin noch immer ein Vorbild für uns ist. Dass man die Armen in seiner Umgebung und auf der ganzen Welt nicht vergessen darf, sondern viel mehr darüber nachdenken sollte, ob und wie man teilen könnte. Gerade heute in unserer globalisierten Welt eine sehr ernstzunehmende Frage, eine zentrale Frage. Und an die Geschichte von St. Martin kann man im Gespräch mit den Kindern ja gut anknüpfen. Man kann mit ihnen darüber nachdenken, was man von dem, was man hat, abgeben könnte. So hat zum Beispiel in meiner Klasse jeder ein Spielzeug, das er aber wirklich gern hat. Das war ganz wichtig, also etwas abzugeben, woran man hängt, für die Kinder in einem Flüchtlingsheim gespendet. Und das ist das Stichwort für unsere Sendung morgen. Gutes Tun in unserer Nachbarschaft.